Blaise Pascal war ein französischer Mathematiker, Physiker, Erfinder, Autor und Philosoph, der von 1623 bis 1662 lebte und der Namensgeber für die physikalische Einheit von Druck Pascal, das Pascalsche Paradoxon sowie Gesetz, das Pascalsche Dreieck, die Pascalin, den Satz von Pascal, die Pascalverteilung, die Pascalsche Wette, einen Asteroiden, einen Mondkrater, einige Schulen und am allerwichtigsten die Programmiersprache Pascal. Beziehungsweise später auch Object Pascal war. 1971 wurde an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich von Schweizer Informatiker Niklaus Würth die Programmiersprache Pascal entwickelt. Damit ist die Sprache beinahe 50 Jahre alt. Pascal gehört zu der Gruppe der imperativen Programmiersprachen. Das bedeutet, dass sie dem Modell von Sprachen wie C, Fortran, Ada, Cobol sowie allen Assemblersprachen zugrunde liegt. Genauer lässt sich dies beschreiben als ein Programm, welches aus einer Anweisungsfolge besteht, die vorgibt, in welcher Reihenfolge der Computer die Befehle ausführen soll. Dieses sogenannte Paradigma hat Pascal gleichzeitig auch stark beeinflusst und zukünftige imperative Programmiersprachen spezielle Züge gegeben. Durch eine Syntax, die stark an die englische Grammatik erinnert, soll es absoluten Newbies im Programmieren einfacher gemacht werden, dieses zu lernen. Ein Grund dafür liegt auch darin, dass die Sprache für lange Zeit ausschließlich zum Lehren von Studenten an der ETH Zürich verwendet wurde. Mittlerweile kamen Leute auf die Idee, Anwendungen von Videospielen bis hin zu eingebetteten Systemen Pascal oder Variationen davon umzusetzen. Unter anderem wurde auch in der Anfangszeit des Macintosh die Programmiersprache aus unserem Nachbarland von Apple genutzt. Später wurde die weltbekannte Software Skype, welche 2011 von Microsoft gekauft wurde, mit einer Abwandlung von Pascal programmiert. Diese Abwandlung heißt Delphi oder auch Object Pascal. Im Allgemeinen bezeichnet Object Pascal eine Ansammlung von verschiedenen Programmiersprachen, die Pascal mit der Objektorientierung kombinieren. Die bekannteste ist nach der Entwicklungsumgebung Embarcadero Delphi benannt, entwickelt von dem texanischen Unternehmen Borland. Später von Embarcadero Technologies gekauft und umbenannt. Sie ist 1995 erschienen und für das Windows-Betriebssystem ausgelegt. Die Delphi-Programmiersprache liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos auf dem 13. Platz von dem TUB-Index. Währenddessen lag Pascal in den 90er Jahren sogar auf Platz 3, mittlerweile jedoch gerade mal auf Platz 104 und belegt damit noch nicht mal einen Eintrag in Top 100. Der Ursprung des Namens Delphi liegt in einer Datenbank von Oracle. Oracle lässt sich als Orakel übersetzen, wobei Delphi nach dem bekannten Orakel von Delphi benannt wurde. Neben Delphi gibt es noch weitere wichtige Implementierungen von Object Pascal, unter anderem in dem Open Source Projekt Free Pascal sowie GNU Pascal. Beide versuchen möglichst kompatibel mit dem großen Bruder Delphi zu bleiben. Es gibt einige Entwickler, die Pascal oder dessen Implementierungen als Einsteiger-Programmiersprache empfehlen. Auch wenn ich das nicht absolut ablehne, empfehle ich trotzdem Anfängern mit Sprachen wie Python oder Java zu beginnen. Mehr zu Python erfahrt ihr in dem noch erscheinenden Video über die Programmiersprache. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen. Eine Bewertung und ein Kommentar würden mich erfreuen. Und in der nächsten Video der Serie sehen wir uns eventuell wieder. Yeah.